Hallo und herzlich willkommen zu Plenty Plans. Mein Name ist Patricia und ich werde euch heute zeigen, wie ich meinen eigenen Anturien-Mix, meinen Erdmix herstelle. Ihr habt schon mal ein Substratvideo von mir gesehen, zumindest die jetzt schon ein bisschen länger folgen. Und im Grunde ist dieser hier einfach eine Abwandlung davon. Man könnte die Anturien auch in den Aeroid-Mix, den ich beim letzten Mal gemacht habe, stecken, der ist schön luftig. Aber in diesem Mix geht es noch mal ein bisschen was besser. Und ja, fangen wir einfach mal an, oder? Als allererstes braucht ihr ein Behältnis, in dem ihr das Ganze mischen könnt. Ich nehme jetzt hier mal eine ganz kleine Box. Ich habe auch nur vor, eine kleine Menge gerade zu machen, weil eigentlich brauche ich gerade keins. Bei mir war erst Anturien umtopfen angesagt und gerade stehen alle in dem Substrat, in dem sie stehen sollen. Aber ich will euch das jetzt zeigen. So, als allererstes einen Becher per Lied. Wenn ihr eine größere Menge wollt, müsst ihr das natürlich alles anpassen. Den Becher per Lied. Jetzt staubt das wieder, weil ich es nicht gewaschen habe. Wascht es oder setzt euch eine Maske auf. So, das per Lied ist drin. Ein Becher per Lied, ne? Jetzt 1,5 Becher von dieser wunderbaren Kokoserde. Die bekommt ihr ja, in einigen Supermärkten, Drogerien, beim großen A, beim großen E, an sehr vielen Orten könnt ihr diese Erde bekommen. Die ist super, weil sie viel Feuchtigkeit aufnimmt und abgibt, aber gleichzeitig relativ luftig ist. Also wie gesagt, 1,5 Becher davon kommen jetzt hier zu. Ja, Nummer 1. Die ist auch noch sehr feucht. Und deswegen würden wir da jetzt eine Anturie reinstellen, müsste man die tatsächlich sogar nur ganz leicht gießen. Oh, das war schon zu viel. Ein bisschen weniger. Ja. 1,5 Becher Kokoserde. Und jetzt kommt eigentlich schon die Hauptzutat. Meine Fingernägel sehen wieder super aus. Und zwar Pinienrinde. Hier empfehle ich eigentlich die feine. Ich habe die ganz feine jetzt gerade nicht kaufen können. Die war ausverkauft, die ich immer nehme, und habe deswegen etwas größere genommen. Deswegen ist mein Mix hier heute ein bisschen anders. Ich werde euch aber sagen, wie ich es sonst mache. Im Normalfall nehme ich jetzt 3 Becher von der feineren Pinienrinde mit 10 bis 20 mm und einen Becher, also einen vierten Becher Rinde mit gröberer Rinde. Da jetzt hier ein Mix von ganz klein bis grob drin ist, werde ich einfach hier von 4 Becher benutzen. Oh. Ja, also da ist wirklich von ganz winzig, wie ihr hier seht, bis zu ganzen Brocken, wie man hier sieht, einfach alles dabei. So, 1, 2, oh oh, der Platz wird nicht ausreichen, habe ich so das Gefühl. Schauen wir mal. 3 und 4. Im Normalfall gebe ich jetzt hier noch einen Becher, also auf diese Menge einen Becher Humus dabei, also Wurmhumus. Habe ihn immer noch nicht gekauft und deswegen kann ich ihn nicht dazu tun, werde einfach ein bisschen mehr Flüssigdünger benutzen. Aber an sich finden Anturien das schon ziemlich, ziemlich toll, wenn natürlicher Dünger im Substrat ist. Also habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ich werde jetzt hier noch eine schöne Handvoll Bims reintun. Das müsst ihr nicht. Ich mache das einfach, weil ich es schön finde. Und das auch noch mal ein bisschen Feuchtigkeit aufsaugt und abgibt. Aber an sich ist das keine Notwendigkeit. Das Ganze müsst ihr jetzt einfach nur noch mischen. Und dann sage ich euch noch eine Kleinigkeit, die ihr bei manchen anderen Anturien beachten müsst. Und dann habt ihr eigentlich bereits euer perfektes Anturiensubstrat. Das ist jetzt unser durchgemixtes, fertiges Anturiensubstrat. Im Grunde könnt ihr die meisten Anturien da jetzt einfach reinsetzen. Für den Fall, dass ihr Anturien... Das ist so schick. Für den Fall, dass ihr Anturien habt, die nicht
an Bäumen entlang ranken und sich festhalten, sondern tatsächlich nur in der Erde wachsen, ist es auf jeden Fall klug, wenn ihr noch ein bisschen Spackenmoos dazu mischt. Das hält die Feuchtigkeit nochmal besser und ist dann nicht zu durchlässig, weil das hier, also wenn ihr da Wasser reinkippt, fließt es schon vernünftig einfach unten wieder raus, direkt, da müsst ihr gar nicht lange warten, da wisst ihr dann auch eigentlich, dass das Substrat gut ist. Oder wenn ihr so macht und es einfach auseinanderfällt, da wisst ihr auch, ist ein Top-Substrat für meine Anthurien. Und was ich auch noch festgestellt habe, ich erzähle das auch noch in dem Pflegevideo für Anthurien genauer, ist, dass manche lieber in Moos stehen, in einem Moosmix mit Pinienrinde. Und auch das könnt ihr natürlich machen. Ich weiß von anderen Sammlern und einfach auch normalen Leuten, die nicht völlig freaky sammlermäßig unterwegs sind, wie zum Beispiel ich, sondern ne, einfach ganz normal ein paar Pflanzen zu haben, dass einige Anthurien einfach ja, sich besser machen, wenn sie schneller wachsen, wenn sie in so einem Moosgemisch stehen. Das müsst ihr dann selber ausprobieren. Ich setze grundsätzlich eigentlich alle erstmal in diesen Mix und wenn ich merke, da passiert nichts, dann stecke ich sie in den Moosmix mit Pinienrinde. Ihr Lieben, ich glaube, das wird das kürzeste Video bisher. Das war's. Ihr wisst eigentlich jetzt alles, was ihr braucht, um einen ordentlichen Anthurienmix zu machen. Deshalb würde ich sagen, ich wünsche euch was und bis demnächst, ihr Lieben.